Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem nächsten Video. Am 4.2. war bei uns in Karlsruhe Filmbörse und da wollte ich euch zeigen, was ich mir alles geholt habe. Fangen wir gleich an, hätten wir hier als erstes auf Blu-ray The Punisher Warzone. Das ist die ungeschnittene SpielJK-Fassung, weil bei uns im Laden gibt es bloß die geschnittene FSK-18-Fassung. Ja, Blu-ray sieht gut aus, hier hätten wir einen kleinen Innendruck. Dann als nächstes hier Hatchet 2 auf Blu-ray in der Uncut-Fassung. Da habe ich die ganze Zeit nur so ein komisches DVD-Bootleg gehabt. Dann habe ich die gesehen und den gehabt, nehme ich mit. War auch relativ günstig. Ich habe 14 Euro bezahlt. Ich denke, zu der Filme braucht man nicht viel sagen. Ich finde sie, auch geht doch raus. Ich finde sie richtig gut, aber ich muss sagen, der erste hat mir komischerweise am besten gefallen. Dann logischerweise Hatchet 3 hier auf Blu-ray in der Uncut-Fassung. Ja, Blu-ray sieht gut aus. Hätte mal hier einen Innendruck. Dann geht's weiter mit dem Blair Witch auf DVD. Den habe ich gerade letztens gesehen und muss sagen, ich weiß nicht. Habe ich vielleicht einen anderen Geschmack wie andere, aber mir gefällt der zum Beispiel besser wie der alte Blair Witch. Aber Geschmäcker sind halt verschieden. Ja, DVD sieht gut aus. Filmer da Wendecover. Dann hätte mir als nächstes Pack der Wölfe auf DVD in der 2 DVD Special Edition. Den Film fand ich immer so richtig geil. Richtig geile Schauspieler, schön düster, ein bisschen brutal, geile Story, find passt alles. Hier hätten wir DVD 1 im Hauptfilm und hier DVD 2 mit dem Bonusmaterial. Dann geht's weiter, hätten wir hier als nächstes der Killerbiene von 1977. Den habe ich ewig lang gesucht und nirgendwo gefunden, dann lag er auf der Börse rum. Ne, den kann ich nicht mehr mit. Hat zwar 15 Euro gekostet, aber das war mir der Film wert. Da ist der Extended Video Cut drauf von 94 Minuten und der normale Film mit 86 Minuten. Ja. DVD sieht so aus wie das Cover. Film hat auch Wendecover. Dann hätten wir hier als nächstes Pumpkinhead 2. Das ist hier die Uncut-Fassung. Muss ich sagen, der erste fand ich schon richtig gut und der zweite finde ich auch nicht viel schlechter. Aber letztes Jahr habe ich auch den dritten Teil gesehen. Also der war ja mal gar nichts. Aber Teil 1 und 2 finde ich richtig gut. Ja, DVD sieht gut aus. Dann hätten wir hier als nächstes Underworld, ein Blu-ray Steelbook. Weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber sie und die Mauer ist geprägt. Ja, gefällt mir eigentlich gut. Ist hier der Extended Cut. Innen drin halt relativ schlicht. Da sieht man bloß die Prägung noch einmal. Blu-ray sieht da gut aus. Dann hätten wir hier die glorreichen 7. Da gehen ja die Geschmäcker auseinander. Manche sagen, wäre voll der Schrott, manche sagen, der wäre voll gut. Also ich muss sagen, ich gehöre zu denen, wo man gut findet. Finden jetzt zwar nicht so gut wie zum Beispiel Django Unchained oder so, aber man kann sich auf jeden Fall auch angucken. Ja, DVD ist sehr schlicht. Ah, da habe ich noch den Ultraviolet Code, falls ihn zufällig jemand haben möchte. Gut. Dann als nächstes, da bin ich durch den guten Slane McGross drauf gekommen, der Freak Show. Habe ich mir jetzt auch geguckt, gerade gestern. Muss sagen, der gefällt mir auch richtig gut. Ich habe hier die ungeschnittene Fassung. Ja. Also, wer den noch nicht gesehen hat und so ein bisschen auf so Trash und so steht, kann man echt angucken. Ja, DVD sieht gut aus. Dann als nächstes hätten wir hier Open Water 1 und Open Water 2 in so einer 2 DVD-Box. Hier hätte man DVD 1, hier DVD 2. Ja, auf dem Bild her sieht gut aus. Filme, ja, einmal angucken. Das war's. Dann hätte man hier He-Man and the Masters of the Universe. Und das ist die Special Box mit das Geheimnis des Zauberschwerts und Weihnachten auf Eternia. Weil die Serie habe ich komplett, nur die zwei Filme haben mir noch gefehlt. Und dann habe ich die günstig liegen gesehen für 5 Euro und den kann ich nicht mehr mit. Das Einzige, was ich machen müssen, war die Ding austauschen, die Hülle, aber das ist okay. Hier hätte man Disc 1 mit das Geheimnis des Zauberschwerts und hier Disc 2 mit Weihnachten auf Eternia.
Dann hätten wir hier als nächstes die Dieter Wedel Box. Da ging es eigentlich nur um den Ohren, der Film Kampf der Tiger, weil das ist so ein richtig geiler Eishockey-Film, so in der Art von Schlappschuss. Ne, früher als Kind gesehen und dann den kriegt man nirgendwo. Und dann habe ich da die Box gesehen mit allen drei. Man, die Box war nicht teuer, hat mir glaube ich 5 oder 6 Euro gekostet. Ne, den hat nehmen wir mit. Da sind noch die Filme drauf aus Liebe zum Sport und der Mann, der keine Autos mochte. Sieht von hinten so aus. Ja, pack jetzt nicht aus, weil sind drei DVDs drin und die Hülle sehen alle aus, so bis Cover, bloß steht dann jeweils der Name vom Film dann nochmal vorne drauf. So, dann hätten wir hier Ice Age 5, Kollision voraus. Dann hätte man nur für meine Sammlung komplettiere geholt, weil ich habe die ersten vier Teile und die fand ich richtig gut. Den fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber man merkt, dass langsam immer Ärger nachlässt. Ich denke, so langsam können sie es auch mal lassen. Ja, DVD sieht gut aus. Film hat leider auch kein Wendecover. Dann hätten wir hier die Fahrten des Odysseus mit dem Kirk Douglas. Auch so ein Film aus meiner Kindheit. Ich stehe ja auf so Filme auch wie zum Beispiel die Sinbad-Filme oder die alte Herkules oder so oder Machiste. Und dann habe ich den auch gesehen. Dann 5 Euro, ich denke, komm, ich nehme ich mit. Schau die alte Auflage mit dem FSK 16-Siegel auf der Rückseite. Ja. DVD sieht gut aus. Hier hätte man noch ein bisschen Werbung für noch so ein paar alte Filme. Und dann als letztes noch in der kleinen Hotbox, der Wileys. Und da wundert mich eigentlich, dass der noch nicht oft vorgestellt worden ist, weil wenn man auf so Sachen steht wie zum Beispiel Creepshow oder Geschichten aus der Gruft oder so, da ist das richtig geil. Da sind auch vier Kurzgeschichten drauf, aber mir haben die richtig gut gefallen. Habe ich als Kind gesehen gehabt. Also, was heißt als Kind, als Heranwachsender und seitdem immer im Gedächtnis behalten. Dann habe ich sie doch gesehen, die Box, auch relativ günstig, ich glaube 7 oder 8 Euro. Den kann ich nämlich auch mit. Ist eine Auflage von 200 Stück, steht jetzt aber nirgendwo, welche Limitierungsnummer das hat. Ja, DVD sieht auch gut aus. Ja, also auf jeden Fall, wer das nicht kennt, ist wirklich ein kleiner Geheimtipp, der Wileys. So. Dann war es mit meinem Börse-Update-Video. Jetzt folgen demnächst noch ein paar andere Videos. Ich muss noch mein FHQ-Video machen. Dann muss ich noch auf ein. Dann bin ich selber getaggt worden, wo ich noch Antwort geben muss. Und ja, also nächster Zeit kommen dann noch ein paar Videos. In diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold.